Mit welchen Technologien arbeiten smarte Häuser? Das beantwortet uns Christian Wigge, Gründer der Smart Concepts AG, beim Business Talk am Kudamm. Sie sind Gründer der Smart Concepts AG. Was ist Ihre Motivation hinter Ihrem Unternehmen? Ja, also wir haben die AG vor knapp einem Jahr gegründet. Ich komme selber aus dem Bau- und Immobilienbereich und habe da öfter projektbegleitend mit Neubauten zu tun gehabt, mit Altbausanierung teilweise. Und da ist halt irgendwann über die Jahre aufgefallen, dass es im Bereich Smart Home da noch nichts Besonderes gibt, dass also da wirklich sehr hemdsärmlich vorgegangen wurde. Und da kam dann einfach irgendwann so bei mir im Kopf die Sache auf und dass da doch ein großer Bedarf besteht. Und dann bin ich mit meinem Geschäftspartner gestartet und wir haben gesagt, da gehen wir ran in diesem Bereich. Und ja, das war im Grunde so die Idee dahinter. Und ja, so ging es los. Jetzt haben Sie erzählt, letztes Jahr gestartet. Für einige ein sehr schlechter Zeitpunkt, um ein Unternehmen zu starten. Für andere ein total guter. Also gerade Startups, Tech-Szene, konnte ja gut sein. Und gerade für Startups ist ja ganz wichtig das Thema Investition. Das heißt, wie sah es da letztes Jahr aus? Richtig, genau. Auch das lief natürlich durch die Pandemie alles ein bisschen zäher. Das ist ganz klar. Also man merkt natürlich, dass die Leute nicht so offen sind irgendwo und viele auch dann ein bisschen, sag ich mal, zurückhaltender sind bei allen Sachen, auch bei Investitionen, aber auch generell auch bei Kontaktaufnahmen. Viele schieben dann halt so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat es uns jetzt nicht so ganz schlimm getroffen. Also ich sag mal, gerade wo Sie den Investmentbereich ansprechen, klar, natürlich unsere eigenen finanziellen Mittel mit eingegeben ins Unternehmen, haben aber glücklicherweise auch das Bundesamt für Wirtschaft gewinnen können, das BAFA. Mhm. Wir haben, weil unser Produkt innovativ ist, das gibt es tatsächlich so auf dem Markt noch nicht, da sind wir auch ganz stolz drauf. Und deswegen hat uns das Bundesamt diese Innovativität bestätigt im Rahmen des BAFA Invest-Programms. Mhm. Und das ist halt für jeden Investor im Grunde nochmal so ein kleiner Anreiz, weil es eben einen staatlichen Zuschuss gibt zu der ganzen Sache und das Investieren vielleicht ein bisschen einfacher damit gestaltet. Und auf diese Weise sind wir dann parallel im Grunde noch losgezogen und müssen auch sagen, dass es eigentlich sehr, sehr gut ankam. Also wie gesagt, das Produkt, die Message dahinter und dann eben dieser staatliche Zuschuss, haben uns doch schon einige Türen geöffnet. Toi, toi, toi. Ich klopfe auf Holz, dass alles weiterhin so gut läuft. Man hört es natürlich gern. Sie haben sich auf hochspezialisierte Immobilienmanagement-Software spezialisiert. Ja, vielleicht erklären Sie einfach noch ein bisschen Ihr Unternehmen. Genau, richtig. Also die Software, die wir entwickeln im Moment, ist primär eine Planungssoftware. Das heißt, wenn jemand hingeht, ein Haus oder ein Mehrfamilienhaus oder großes Gebäude, sind wir eigentlich nicht limitiert, zu einem Smart Home umrüsten möchte oder bei einer Neubauplanung direkt zu einem Smart Home erbauen möchte, dann kann er mit unserer Software jeden Raum durchplanen. Und der große Vorteil, den wir haben, ist eben, wir können verschiedene Anbieter kombinieren. Bis jetzt ging das nicht. Bis jetzt musste ich mir einen Hersteller vorher aussuchen und dann mein gesamtes Gebäude damit ausstatten. Und wir haben halt die Möglichkeit, verschiedene Hersteller zu kombinieren. Das heißt, ich gehe im Grunde in der Planungsphase hin, plane meinen Raum 1, suche mir da eine Lampe aus, eine Heizung, eine Beschattung, was auch immer und kann eigentlich meinen favorisierten Hersteller nehmen. Das heißt, ich bin dann nicht limitiert auf ein Produkt, was ich vielleicht gar nicht so wirklich haben möchte, sondern ich nehme eben das, was ich möchte. Und das ist eben der große Vorteil. Danach geht es in Richtung Box. Das heißt, wenn irgendwo das ganze Gebäude durchgeplant ist, dann kriegen wir diesen Betriebscode zugeschickt und erstellen eine Steuerungsbox, die dann nachher mit unserer im eigenen Haus entwickelten App gesteuert wird und das Ganze dann im Grunde als Paket zum Kunden geschickt wird. Mhm. So ist die Vorgehensweise. Jetzt haben Sie eben gerade schon über die Planungsphase gesprochen. Das heißt im Prinzip, Ihr Ansatz ist, die smarte Technologie direkt beim Bau, bei der Bauplanung schon mit reinzubekommen. Und dafür brauchen Sie ja Kooperationen mit Branchenteilnehmern. Das heißt, das Wichtigste ist da das Thema Netzwerk. Und wie funktioniert das? Richtig, ganz genau. Das war von Anfang an ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Den sind wir auch direkt früh angegangen. Wir haben also ein Partnernetzwerk aufgebaut von Elektroinstallationsfirmen in ganz Deutschland bis jetzt. Und wie gesagt, auch über den Tellerrand bald hinaus, aber im Moment ist es halt ganz Deutschland, sodass wir immer in der Lage sind, jedem Kunden, ob er jetzt in München, in Hamburg, in Berlin, wo auch immer sein Projekt plant, dass wir ihm sagen können, wir empfehlen die Firma so und so, weil wie gesagt, wir verschicken am Ende die Box, aber die muss natürlich auch noch jemand in Betrieb nehmen, installieren, die Smart Home Komponenten selber, wie Lampensteckdosen und so weiter, muss natürlich auch jemand einbauen und da haben wir dann die jeweiligen Partnerbetriebe. Und ja, da sind wir auch weiter dabei, welche zu akquirieren. Also auch da, falls es jemand sieht, immer gerne.
Und was haben Ihre Partner davon? Unsere Partner, wir haben dahinter ein interessantes Abrechnungsmodell, sagen wir es mal so, um nicht zu viel zu verraten. Und ich sag mal, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Lösung gefunden, wie auch die Partner natürlich finanziell irgendwo davon profitieren und zu dem ganzen Netzwerk dann irgendwo mitgehören. Und ich glaube auch für jeden, der sich mit dem Thema beschäftigt, ist es auch eine ganz schöne, spannende Sache und in diesen relativ neuen Markt mit einzusteigen, der im Moment sehr stark wächst. Ne? Ja, Sie haben ja auch gesagt, im Moment noch in Deutschland, bald auch darüber hinaus und eben auch nochmal das Thema, was Sie gesagt haben, der Markt wächst stetig. Das heißt, wie groß ist denn, oder was schätzen Sie, wie groß ist das Marktpotenzial in Deutschland für smarte Gebäude? Genau, also wir haben tatsächlich, also es gibt ja Quellen, sag ich mal, die wir jetzt bei unserer gesamten Businessplanung am Anfang zur Rate gezogen haben. Da ist im Moment ein Markt, sag ich mal, mit einem Marktumsatz von 5,5 Milliarden. Prognostiziert bis 2025 eine Steigerung auf 8,5 Milliarden. Das heißt, da sind wir irgendwo bei 11-12% Wachstum pro Jahr. Also man sieht, ist eigentlich mit der am stärksten wachsende Markt, den wir im Moment so in Deutschland haben. Also man sieht, das Thema, was in Deutschland lange Jahre so ein bisschen vernachlässigt wurde, ist jetzt ganz stark im Kommen. Also wie gesagt, das Wachstum ist da. Es wird immer mehr bei immer mehr Leuten Thema. Nicht zuletzt durch die Pandemie auch. Ich sag mal, da hat sie in Anführungsstrichen für uns auch ein bisschen was Gutes gehabt, weil natürlich die Leute mehr zu Hause sind tendenziell, mehr in Richtung Homeoffice gehen und dann liegt es natürlich nahe, das Zuhause interessanter und smarter zu gestalten. Und ich sag mal, da sind wir natürlich ein bisschen so genau in dieser Kerbe. Ne? Und wenn Sie sagen, ja, in Deutschland war es eben lange zurück, andere Länder dann eben schon. Und Sie haben ja auch schon anklingen lassen, dass es wahrscheinlich über die Grenzen hinausgeht. Das heißt, wie sieht das Marktpotenzial weltweit aus? Genau, richtig. Also ich sag mal, da hebe ich gerne immer den amerikanischen Markt hervor, der da so schon deutlich weiter sind. Da also sind wir schon in einem mittleren zweistelligen Milliardenbereich jetzt schon. Das Wachstum ist ähnlich, also ist auch in diesem gleichen Prozentbereich. Und das ist auf jeden Fall ein Markt, in den wir auch mitgehen werden, zumal wir jetzt direkt von Anfang an die Software auch auf Deutsch und auf Englisch programmieren. Das heißt, wir haben sofort die Möglichkeit, diese englische Version mit auf den Markt zu bringen. Die Produkte sind heute sowieso alle in Englisch. Ich sag mal, da brauchen wir gar nicht viel machen. Also die sind ja ab Werk von den Herstellern schon mit auf Englisch rausgebracht. Und deswegen gehen wir definitiv auch diesen Weg. Und wie wäre die andere Seite der Weltkugel, also Japan oder China? Definitiv. Also wir sagen nirgendwo nie, also auch aus dem arabischen Bereich, da gibt es schon mittlerweile Kontakte, sag ich mal, weil auch da, ich sag mal, die Bereiche, die man so kennt, ständig aus dem Fernsehen, wie Dubai, Katar, Abu Dhabi, das sind natürlich auch Gebiete, wo unheimlich viel gebaut wird und wo eigentlich schon ganz, ganz lange Standard ist, dass die Gebäude auch smart gemacht werden. Also da würde jetzt keiner mehr eine normale Glühbirne reindrehen, wenn er jetzt ein 20-stöckiges Gebäude in den Dubai plant. Und genau da sind wir dann auch mit dabei. Also man merkt auf jeden Fall beim Startup, hier ist ganz viel Esprit, ganz viel Leidenschaft dabei und wo auch immer die Reise hingeht, ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön.